Also die Kunst ist immer zu dosieren, Gas geben und bremsen. Es ist ja wie Autofahren. Landwirt Praxistipp. Mein Name ist Ronald Rungen von Low Stress Stockmanship Europe. Gebürtiger Holländer, komme aus Belgien und ich bin heute hier zu Gast, um euch etwas zu erzählen über die Low Stress Stockmanship Methode. Low Stress Stockmanship fängt eigentlich schon bei den Kalb an. Kindern soll man auch richtig erziehen und so muss man eigentlich Kühe auch erziehen. Jetzt kann man sagen, ich habe keine Zeit, um stundenlang zu trainieren. Man braucht auch gar nicht zu trainieren. Man muss einfach mit den Tieren arbeiten. Und das fängt schon beim Kalb an. Wenn man anfängt, Kälber halbverführig zu machen, soll man immer von hinten anfangen. Von hinten nach vorne arbeiten. Also ich lege den Strick ganz ruhig über das Hinterteil und schau mal, was passiert. Wenn man von vorne arbeitet, von vorne direkt anfängt, wird das Tier nervös und kostet es viel mehr Energie und Mühe, um den Strick anzulegen. Jetzt, wo sie hinten gewöhnt ist, mache ich einfach eine Lasche ums Maul, ganz spielerisch, ganz locker, ziehe das an, ohne Stress und kann dann ganz bequem und ohne viel Energie den Strick anlegen. Jedes Tier, sogar jeder Mensch, hat seine eigene Bewegungszone. Und die Bewegungszonen sind die Zonen, worin man mit der Low-Stress-Stockmanship-Methode arbeitet. Und wir haben eigentlich im Grunde genommen bei Rinder drei Bewegungszonen. Die erste Zone ist die weiteste. Wenn wir in die zweite Zone kommen, was näher herangerückt, dann sehen wir ein anderes Verhalten. Dann sehen wir, dass die Tiere aufhören zu wiederkäuen oder zu grasen. Wenn wir die zu nah auf die Pelle rücken, dann sehen wir, dass wir eine Reaktion bekommen. Das Tier kommt auf uns zu, das Tier geht von uns fern, wir rücken es zu nah auf die Pelle. Wenn wir aber jedes Mal hinter die Rinder oder die Herde hinterherlaufen oder gehen, dann wird das Rind nervös oder die Herde nervös und rennt es weg. Also die Kunst ist immer zu dosieren, Gas geben und bremsen. Es ist ja wie Autofahren. Wenn man streichelt, kann man ruhig den Rücken nehmen, die Seite, also alles das mögen sie, aber am Kopf soll man wegbleiben. Und wenn ihr anfängt, die Kälber zu streicheln, guckt, sie reagiert jetzt auch schon ein bisschen genervt, dann aktiviere ich eigentlich die Nervzellen hier. Und ich rege das Tier an, um mit mir die Rangordnung zu klären. Und ich verliere das immer. Die ist ja viel stärker und viel schwerer als ich. Wie schließt man jetzt Low-Stress-Stockman-Training ab? Man braucht keine Viertelstunde, halbe Stunde zu trainieren. 5 Minuten reichen. Aber man soll positiv enden. Wenn ich Kälber treibe und ich habe das im Sinn, um die in die Ecke zu treiben und es ist mir gelungen, haben die Kälber uns gehorcht und sollten wir aufhören. Also ganz spielerisch und die Belohnung ist, dass man die Tiere in Ruhe lässt.